I got broads in Atlanta, she's a Dolly in the family, credit cards in the scammers, hitting the licks in the family. Hey guys, Swexy here. In this video I want to talk about Los Angeles Crimes 2.0, because I know some stuff that's going to be added in the next update. But first of all, I want to show you guys a Mirror's Edge based game on Android. It's made by Lower Steff. He's helping Mohammed with Los Angeles Crimes, and he's also helping me with my game. I ask him some questions about Unity sometimes, like how to improve performance and everything. So yeah, you can check his game and his channel out in the description. Just go to his channel, open his latest video about the game. It's called Velocity T-Rush or something like this. I'm not quite sure, but it's a pretty cool game. It's based off Mirror's Edge. It's for free. It's on Android. So here's some footage of it. So yeah, that's the game. If you want, you can go in the description, download it. It's free, it is for Android. Just go in the description, click on the link, then you go to Lower Steff's channel. Then you can just download the newest update and play the game. Yeah, that's about this thing. Now I want to talk about Los Angeles Crimes, because I do know some stuff for the upcoming update. The first thing is that there might be a new map coming. Because look at this message that Mohammed sent me. So he, or another guy, sent him a GTA 5 model. He ripped or just found a small play from GTA 5. And he told me to check it out and see if it's useful. And this is how it looks like. It's pretty good, I guess. I mean, just a hill with some streets and rocks and other stuff. But it's not bad. It could be added. I'm not too sure. And now the big thing that's coming in the next update is a new weapon. Check this message out. He told me that he might add a new weapon in the next update. I have no idea which weapon it is. I'm assuming it's probably a shotgun or a sniper or something like this. And the update is probably going to be coming this very week. And yeah, that's pretty much all about it, I guess. So yeah guys, that's pretty much about it. Thanks for watching. Watch Theft Auto 1.2 is going to be coming probably in the next week or the next 2 weeks, because I'm working on some stuff, and that's GTA like character switching, so you can play as another character. I'm not telling you guys which one it is, but I put him in the version 1.1, like the character you can play with, so you can download the game, explore it, and you'll find the character. So I'm going to be making him playable in the next update. So that's it for the video. Thanks for watching. And the next video, probably doing a GTA 5 funny moments, because I recorded some stuff and it was pretty funny. So yeah, goodbye. Hey Leute, ich bin Swexy und heute werde ich euch über GTA 2.0 informieren und euch noch ein cooles Spiel für Android zeigen. Es heißt Velocity Rush. Es ist wie Mirror's Edge und Minecraft. Also wenn man die beiden Spiele zusammenmischt, dann kriegt man dieses Spiel. Dieses Spiel wurde von Lola Steff gemacht. Und Lola Steff hat Mohammed bei Los Angeles Crimes geholfen. Oder hilft jetzt bei ihm. Ich glaube, er schickt ihm 3D-Modells und so. Ich weiß nicht. Und er hilft auch mir. Also manchmal frage ich ihm so Fragen über Unity und so. Und er beantwortet mir. Und ja.
Sein Spiel ist ziemlich cool, es ist kostenlos. Ich lasse mal seinen Kanal in der Beschreibung. Ihr könnt seinen Kanal besuchen und da das Spiel herunterladen. Und jetzt zeige ich euch, wie das Spiel aussieht. Also ja, das war das Spiel ist ziemlich cool und jetzt will ich euch über Lost Angeles Crimes 2.0 informieren und wenn das stimmt, dann sollte das Update noch diese Woche kommen. Und das erste, was im neuen Update kommt, ist wahrscheinlich eine neue Map, weil schaut mal auf diese Nachricht, die Mohammed mir geschickt hat. Also irgendjemand hat ihm ein Modell geschickt und er wollte, dass ich das überprüfe und gucke, ob das passt. Und so sieht der Modell aus. Es ist einfach nur ein Berg mit ein paar Straßen und so, aber es sieht ziemlich gut aus, ehrlich gesagt. Es könnte hinzugefügt werden, ich bin mir nicht sicher. Und das zweite Ding, das 101%ig hinzugefügt wird, wenn es überhaupt geht, ist eine neue Waffe. Ich weiß nicht, was für eine Waffe das ist, aber ich glaube, es ist eher so eine Shotgun oder ein Sniper. Also, ich weiß es nicht. Schaut euch mal an, was er mir geschrieben hat. Er hat mir in Hangouts eine Nachricht geschickt und in dieser Nachricht hat er geschrieben, dass er noch eine neue Waffe im nächsten Update hinzufügen will und dass dieses Update noch diese Woche herauskommen sollte. Und wenn ihr euch wundert, warum mein Kanal nicht mehr in der Beschreibung ist vom Spiel, es war ein Fehler, Mohammed. Er hat sich einfach sehr beeilt. Er hat viel Zeit gearbeitet. Er wollte das Update 1.8 so schnell wie möglich rausbringen und er hat mich vergessen hinzuzufügen. Er hat mich nicht rausgeschmissen aus dem Team oder sowas, aber er wird mich im nächsten Update hinzufügen und ja. Also danke fürs Zuschauen. Im nächsten Video werde ich wahrscheinlich ein GTA 5 Funny Moments Video machen, weil ich habe letztens sehr viel aufgenommen und es sind ein paar lustige Sachen passiert, also werde ich das vielleicht machen. Und Watch Dogs Auto 1.2 sollte in 1 oder 2 Wochen kommen. Ich muss noch ein paar Sachen hinzufügen. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob es wirklich in einer Woche rauskommt. Eher 2. Also ja, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.